wie es eine Spinne aufbauen würde, wenn die Spinne schreiben könnte. Die Installation verwendet eine ganz einfache Hardware, das ist eine 50 Euro Videokamera, ein ganz normaler iMac und ein Projektor, der um einiges schlechter ist als der gute Projektor, den wir hier auf der Typo haben. Die Software ist eine andere Geschichte, die wurde vom selben geschrieben, vom Ralf Ammer, der auch den Casa de Musica Logo-Generator gebaut hat.